Herzlich willkommen zum diesjährigen Workshop der EQS Group und unserer Tochtergesellschaft DGAP auf der 16. Dirk-Jahreskonferenz. Mein Name ist Robert Wirth und ich bin Vorstand der Equity Story AG. Ich muss dazu sagen, noch der Equity Story AG, aber freuen Sie sich nicht zu früh, ich bleibe noch ein bisschen. Aber die Hauptversammlung der Equity Story AG hat am Freitag die Umbenennung in EQS Group AG beschlossen. Und Sie wissen ja, wie es ist, dauert noch ein bisschen, bis im Handelsregister eingetragen ist, aber wir vollziehen auf diese Weise dann tatsächlich auch den Schritt, die Dachmarke EQS auch im Firmennamen letztendlich zu verankern. Wir unterstützen den Dirk seit vielen Jahren als Sponsor. Diesem Jahr hat uns der Dirk auch fleißig unterstützt, nämlich bei der Erstellung dieser Ad-Hoc-Studie, deren Ergebnisse wir Ihnen jetzt auch gleich vorstellen. Bevor es losgeht, lasse mich noch bitte auf zwei aktuelle Ereignisse eingehen. Zum einen, wie Sie sicherlich wissen, hat unser Wettbewerber Euro-Ad-Hoc, unser langjähriger Wettbewerber, das Meldepflichtengeschäft in Deutschland und, was Sie vielleicht noch nicht wissen, am vergangenen Freitag auch in der Schweiz eingestellt. Die DGAP unterstützt Emittenten nun schon seit über 17 Jahren bei der Erfüllung von Ad-Hoc-Publizität, sonstigen Meldepflichten und auch in der Nachrichtenverbreitung. Und wir werden das natürlich auch weiterhin tun. Wir haben allen Euro-Ad-Hoc-Kunden ein neues Zuhause angeboten unter dem Dach der DGAP. Und wir freuen uns sehr, dass mit wenigen Ausnahmen alle Unternehmen dieses Angebot auch dankend angenommen haben. Und für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die zweite Sache, die derzeit die Investor Relations Community beschäftigt, die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat Unternehmen erlaubt, auch Twitter als Verlautbarungskanal für kursrelevante Informationen zu nutzen. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die dann natürlich auch gemacht werden müssen. Zum Beispiel müssen die Unternehmen zuvor auf der eigenen Webseite den Verlautbarungskanal definieren. Aus unserer Sicht ist das ein eklatanter Rückschritt in der Investorenkommunikation, denn das Ziel einer Ad-Hoc-Mitteilung und einer Ad-Hoc-Verbreitung ist es ja, alle Marktteilnehmer zur gleichen Zeit mit den wichtigen Informationen bekannt zu machen. Und das erreicht man aus unserer Sicht am besten, wenn man eben alle Kanäle gleichzeitig anspricht. Und da gehört natürlich ausdrücklich auch Facebook und Twitter mit dazu. Aber eine exklusive Bereitstellung beispielsweise auf Twitter, das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Abgesehen davon, da kann auch der Herr Dier dann sicherlich nochmal drauf eingehen, dass es in Deutschland aufgrund bestehender Regularien gar nicht möglich ist und denkbar ist, diese Regelung auch in Deutschland zu haben, laufen mittlerweile auch amerikanische Investoren Sturm dagegen. Einer der bekanntesten Investoren, Warren Buffett, hat kürzlich auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, seiner Beteiligungsgesellschaft, gesagt, dass er keinesfalls in Unternehmen investieren wird, die Twitter als Verlautbarungsmedium nutzen werden. Ich kann Ihnen weiterhin versichern, dass wir im Rahmen unserer Auslandsexpansion uns schon sehr viele Märkte angesehen haben, sowohl in Osteuropa als auch mittlerweile in Asien. Und die gängige Praxis in Deutschland, die Ad-Hoc-Praxis und die Publizität ist wirklich vorbildlich. In diesem Sinne haben wir natürlich auch die Studie gemacht und wollen jetzt einsteigen und uns die Ad-Hoc-Praxis im Jahr 2013 noch detaillierter betrachten. Und ich darf nun das Wort übergeben an Knut Wichering. Er ist seit 5 Jahren Leiter der Niederlassung, unserer Niederlassung in Hamburg. Zuvor war er Investor Relations Manager bei Fresenius Medical Care und war da natürlich auch mit sehr vielen Ad-Hoc-Themen betraut. Also mehr Praxis geht eigentlich nicht, Knut. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen spannenden Workshop. Moin. Wenn ich aus Hamburg komme, muss ich wenigstens Moin sagen. Also ich begrüße Sie auch von meiner Stelle zu dieser Veranstaltung. Wir sind ganz froh, wir haben zur heutigen Ad-Hoc-Publizität zwei Experten gewinnen können mit dem Herrn Dier, der wurde schon vorgestellt, seit 1999 bei der BaFin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und seit dem letzten Jahr Leiter des Referats Ad-Hoc-Publizität. Also Sie sind sozusagen die Kompetenz in Person vor uns heute. Ja. Und auf der anderen Seite Herrn Dr. Stefan von Hengeler Müller, seit über 20 Jahren Partner von Hengeler Müller im Büro Frankfurt. Herr Stefan ist spezialisiert auf Gesellschaftsrechts, M&A und auf wertpapierrelevante Themen und hat auch fungiert als
Partner und Co-Autor bei Fachpublikationen, wenn ich richtig informiert bin. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn als Referenten gewinnen konnten. Wir sind auch sehr froh, dass Sie so zahlreich an unserer Studie teilgenommen haben, weil ohne diese Datenbasis hätten wir sie gar nicht machen können. Deswegen erstmal vielen Dank an Sie für Ihre Teilnahme. Und darüber hinaus noch eine kleine Bitte. Im Anschluss an die Veranstaltung, da liegen auf Ihren Plätzen so kleine Fragebögen aus. Es wäre prima, wenn Sie die ausfüllen könnten, damit wir auch wiederum was lernen für das nächste Jahr, wenn wir wieder hier präsentieren. Doch bevor wir damit weiterlegen, the floor is yours. Herr Dr. Stephan, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Wichering. Guten Tag auch von meiner Seite. Es gibt im Bereich Ad-Hoc-Publizität leider recht wenig empirische Daten. Ich bin Jurist, ich beschäftige mich mit der rechtlichen Seite, aber gerade in dem Gebiet hängt doch vieles auch von der Praxis ab. Wenn wir mit der Praxis zu tun haben, wenden wir uns oft an die BaFin, die natürlich sehr viel Information bekommt von den Unternehmen aus Anfragen. Wir sprechen mit unseren Mandanten, aber eigentlich wenig jetzt in einer strukturierten Art und Weise. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir zusammen mit EQS, DGAP, diese Umfrage machen konnten und etwas versucht haben, Licht in das Dunkel zu bringen. Wie machen es die Unternehmen denn eigentlich im Bereich der Ad-Hoc-Publizität? Ein Thema, das uns auch von der juristischen Seite immer wieder betrifft und wo wir versuchen, Strukturen in die Unternehmen zu tragen, ist die Frage, wie mache ich es im Unternehmen selbst? Soll da eigentlich der Vorstand immer mit den Ad-Hoc-Fragen befasst sein? Macht das das Investor Relations Department? Machen wir da einen Ausschuss? Und die erste Frage, die wir gestellt haben im Rahmen der Umfrage, ging dahin, wer befasst sich in Ihrem Unternehmen mit den Ad-Hoc-Fragen im Bereich Vorbereitung von Entscheidungen, aber auch dann bei der tatsächlichen Entscheidung darüber, gehe ich ad-hoc oder nehme ich dann möglicherweise auch eine Selbstbefreiung in Anspruch. Und Sie sehen das Ergebnis, eine doch recht erhebliche Mehrheit der Unternehmen hat dafür ein eigenes Komitee, einen Ausschuss eingerichtet, mehr als zwei Drittel. Wir haben das dann nochmal runtergebrochen in die Frage, sind das jetzt nur Vorbereitungshandlungen, die in diesem Ausschuss getroffen werden oder tatsächlich auch die Kompetenz zu Entscheidungen? Kompetenz zu Entscheidungen in der Gruppe, die überhaupt den Ausschuss hat, dann wiederum deutlich in der Minderheit. Meine Vermutung wäre, dass das sehr stark mit der Größe der Unternehmen zusammenhängt. Nicht sowohl die Frage, mache ich da einen Ausschuss bei größeren Unternehmen, sehe ich das eigentlich in meiner Praxis durchweg, dass es da dann einen Ausschuss dafür gibt, ab einer bestimmten Größe. Und auch die Frage, wird dann die Entscheidung in dem Gremium getroffen, vermute ich mal, dass wir bei den 28 oder bei den 26% von den 68% wahrscheinlich in dem Bereich, sage ich jetzt mal, DAX 30, MDAX, größer TechDAX-Unternehmen sind, wäre meine Vermutung. Herr Dier, ich weiß nicht, ob Sie da auch ein Lagegefühl haben, wie sich das etwa verteilt und wie die Frage bei Ihnen dann ankommt nach Ausschuss. Wie sich das verteilt, kann ich nicht sagen, wäre auch für uns interessant zu wissen. Mich hat jetzt eher erstaunt, das Ja mit 26% Kompetenz zur Entscheidung über Ad-Hoc-Veröffentlichungen. Aus regulierer Aufsichtssicht hätte ich da jetzt null erhofft. Eigentlich, was die Entscheidung angeht, die Praxis sein sollte, dass mindestens ein Vorstandsmitglied eingebunden ist. Lässt sich auch im Emittentenleitfaden der BaFin nachlesen. Von daher kommt dann vielleicht auch darauf an, wie die Frage dann verstanden worden ist. Vielleicht sind es dann auch tatsächlich ein paar Prozentpunkte weniger, die überhaupt gar keinen Vorstand einbinden, aber Verwaltungspraxis, Rechtsauffassung der BaFin seit jeher, das ist, dass mindestens ein Vorstandsmitglied, das kann im Rahmen eines Gremiums sein, aber dass mindestens ein Organmitglied mit der Entscheidung mit befasst sein muss. Ja. Wir sehen es gleich auf der nächsten Folie. Wir haben dann auch gefragt, ne, genau den Punkt, wer ist eigentlich Mitglied dieser Gruppe? Und das nimmt Ihnen vielleicht auch etwas die Besorgnis, Herr Dier. Sie sehen,
Da hat es aus dem Vorstandsbereich Nennungen, Vorstandsvorsitzender 17 Mal, Finanzvorstand 23 Mal, anderes Vorstandsmitglied 8 Mal. Das heißt, das sind dann offenbar auch Ausschüsse, wo in der Tat entsprechend im Emittentenleitfaden auch mindestens ein Vorstandsmitglied mit drin ist. So kenne ich das auch, also anders würden wir das dann auch nicht aufsetzen, wenn das tatsächlich ein Ausschuss ist, der auch die letztliche Entscheidung trifft. Gehe ich ad hoc, nehme ich eine Selbstbefreiung in Anspruch. Was mich an der Frage etwas fasziniert hat, war die Meldung ganz links. Also in einem dieser Ausschüsse ist ein Mitglied des Aufsichtsrats vertreten. Das fand ich überraschend, muss ich sagen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich rechtlich davon halte. An sich würden wir davon ausgehen, Ad-hoc-Fragen sind Fragen, die im Vorstandsbereich liegen. Das muss der Vorstand entweder selbst wahrnehmen oder entsprechend organisieren mit eigener Beteiligung. Allerdings gibt es einen Bereich der Ad-hoc-Meldungen, wo jedenfalls seit der EuGH-Entscheidung in Sachen Schremp, die Sie möglicherweise verfolgt haben, die ja inzwischen die Gerichte seit Jahren befasst und der EuGH zuletzt auch entschieden hat, dass möglicherweise der Ad-hoc-Zeitpunkt etwas früher liegt, als das andere Gerichte gesehen haben. Da geht es ja um eine Personalentscheidung auf Vorstandsebene. Und bei so einer Entscheidung kann man sich schon mal fragen, wer ist eigentlich das richtige Organ, um die Ad-hoc-Entscheidung zu treffen? Ist das wirklich dann auch der Vorstand oder aufgrund der Personalhoheit des Aufsichtsrats vielleicht auch mal der Aufsichtsrat? Es kann auch Fälle geben, denken Sie daran, der Aufsichtsrat denkt, im Vorstandsbereich ist die Besetzung nicht optimal. Ich beauftrage jetzt einen Headhunter mit der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden. Da weiß der Vorstand nichts von. Das ist möglicherweise ein ad hoc relevanter Sachverhalt. Bereits die Beauftragung des Headhunters. Da muss ich vielleicht eine Selbstbefreiung dann in Anspruch nehmen. Das kann möglicherweise nur der Aufsichtsrat. Allerdings glaube ich nicht, dass der Fall da links wirklich ein Fall war, wo man an solche Sachen gedacht hat, sondern da sitzt offenbar dann in so einem Ausschuss auch mal ein Aufsichtsratsmitglied. Ich würde das auch nicht für unzulässig halten, allerdings sicher auch nicht für erforderlich jetzt in so einem Ausschuss. Ähnlich, sehe ich ähnlich. Insbesondere die Thematik, dass es Sachverhalte geben kann, indem man sich wirklich die Frage stellen muss, wer, wenn nicht der Aufsichtsrat, kann oder soll denn eine entsprechende Entscheidung treffen. Beispiel haben Sie genannt, wenn es um Personalfragen geht. Es kann ja auf jeden Fall nicht sein, dass dann Ad-hoc-Mitteilungen oder eventuell erforderliche Befreiungen, was dann vielleicht eher der Normalfall sein wird in solchen Fallkonstellationen, dass die dann unterbleiben. Aber das ist auch ein Punkt, wo es jetzt zumindest mal auf gesetzlicher Ebene keine Anhaltspunkte gibt, und aber nehmen wir sicher gerne auf für die nächste Überarbeitung des Emittentenleitfadens, da den einen oder anderen Satz drüber zu verlieren. Die ja im Gang ist in manchen Bereichen jedenfalls im Moment jetzt. Ja. Frage ist nicht, also wenn ich mich personell irgendwo organisiert habe als Unternehmen, ich habe möglicherweise einen Ausschuss eingerichtet dafür, wie sieht es mit der inhaltlichen Seite aus, wie identifiziere ich Ad-hoc-Sachverhalte, wie grenze ich das ab? Ganz wesentliches Merkmal, auf das es eigentlich in meiner Erfahrung praktisch dann immer letztlich ankommt, ist ja die Preisrelevanz. Die Preisrelevanz, die ist nicht immer ganz einfach festzustellen, insbesondere in meiner Wahrnehmung seit 2008, seit Lehman, mit deutlich volatileren Märkten, macht die Voraussage, wie sich eigentlich der Markt auf bestimmte Informationen dann verhält, doch immer große Schwierigkeiten. Wir haben die Frage gestellt, verwenden Sie in Ihrem Unternehmen Richtlinien, um Ad-hoc-Sachverhalte zu identifizieren und zu beurteilen. Das ist relativ stark geteilt hier. Eine knappe Hälfte hat sowas, eine knappe Mehrheit hat das nicht. Und die weitergehende Frage dann, haben Sie da quantifizierte Richtwerte, also zum Beispiel die Erwartung einer bestimmten Bewegung in einem bestimmten Umfang als Indikator für den Ad-hoc-Sachverhalt? Etwa hälftig gespalten. Ich selber
ermutige Unternehmen nicht dazu, jetzt konkrete Richtlinien festzuhalten, aus zwei Gründen eigentlich. Der eine Grund liegt darin, das erzeugt so etwas eine Scheingenauigkeit, wenn ich jetzt sage, naja, ich erwarte, dass der Markt sich um, keine Ahnung, um 5% bewegt. Ich weiß es ja ohnehin nicht, nicht. Wir sind ja immer in der Situation, voraussagen zu müssen, was der Markt tut. Und wie will ich mich da eine bestimmte Prozentzahl überhaupt rantasten? Ich würde mir das jedenfalls nicht zutrennen. Und bin auch, ich auch nicht der Spezialist für Marktbewegung, aber ich glaube auch Investmentbankern, Leuten, die wirklich sich den ganzen Tag mit den Märkten befassen, denen fällt das ähnlich schwer. Und der andere Grund ist, und das hat auch mit der BaFin zu tun und der Vorläuferorganisation, wir hatten früher mal, als es das BaFin noch gab, in gewissem Umfang quantifizierte Richtwerte, das ist aufgegeben worden. Ich glaube, auch international ist das so in Europa, dass die Tendenz ist zu sagen, wir können eigentlich nicht bindend irgendwelche prozentualen Bewegungen als Grenzwert für die Preisrelevanz festlegen, weil das letztlich einer Gesamtbeurteilung der Sachverhalts bedarf, sodass man sagen wir schon als Aufgreifkriterien versuchen kann, derartige Dinge zu quantifizieren, aber sich letztlich auf derartige Dinge nicht letztlich verlassen kann. Und ich glaube, auch wenn man solche Richtlinien schreibt, die nicht so schreiben sollte, dass möglicherweise die BaFin, wenn ich die dann möglicherweise mal vorlegen muss, auf die Idee kommt, dass man ausschließlich sich an irgendwelchen prozentualen Richtwerten ausrichtet, die es nicht letztlich entscheiden können. Aber wollen Sie ein paar Worte noch zu sagen, gerade auch zu den alten BaFin-Richtwerten und warum die damals abgeschafft worden sind? Ja, ich will gar nicht mal sagen, dass es die jemals gegeben hat. Man muss vielleicht auch fein unterscheiden zwischen zwei möglicherweise vorhandenen oder möglichen Richtwerten oder prozentualen Richtwerten. Das eine, und das ist, glaube ich, worauf Sie angespielt haben, ist, dass in der Vergangenheit bei der Abweichung oder Veränderung des Kurses, dass da dann immer im Markt so dieses 5% rumgewabert ist, oder zwischen 5% und 10%, ja, ab 5% mindestens, das war aber eigentlich nie in der Form kommunizierte Verwaltungspraxis der BaFin. Ich glaube, es geht auf Äußerungen zurück, die in einem Verfahren, ich kann nicht mehr sagen, ob es jetzt vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft Frankfurt war, da dann mal zutage getreten sind, aber ist vom BAWE eigentlich nie als verallgemeinernd als Rechts- oder Verwaltungspraxis aufgenommen worden. Der andere Wert, und da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf zu, ich habe gesehen auf der Seite 10 oder Folie 10 dann in den beschriebenen Ausnahmefällen ist auch ein solcher benannt. Der andere prozentuale abweichende Wert, wo man sich auch Gedanken darüber macht oder machen kann, ob es möglich ist, den sozusagen zahlengenau festzulegen, ist dann die Abweichung zu den Prognosen, ja, oder zu der Markterwartung von bestimmten Geschäftszahlen im Rahmen der Regelpublizität. Also das ist ein bisschen ein Unterschied, aber weil in beiden Bereichen eben so die Zahlen 5% und 10% umherschwirren, wird das gern auch mal zusammengeworfen. Aber auf den anderen Teil kann man vielleicht später noch mal kurz einkommen. Aber vielleicht gucken wir gerade mal drauf. Ich glaube, das ist das, der letzte Punkt, wenn Sie auf den mal drauf schauen würden, na, da steht drin, wenn operatives Ergebnis und der Umsatz eines Quartals 10% des Vorjahresquartals übersteigen, dies wurde uns von der BaFin als Indikation gegeben. Ja. Was sagen Sie dazu? Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber es ist insoweit einerseits nicht ganz falsch, dass definitiv bei 10% Abweichung, jetzt nehmen wir mal operatives Ergebnis oder auch Umsatz, dass das sicherlich eine dunkelrote Warnleuchte sein sollte, um über eine Ad-hoc-Mitteilung nachzudenken. Oder, wobei wir auch da keine festgelegten Zahlen vorgeben können,
auch nicht wollen oder nicht wollen und auch nicht können. Was ich sicherlich sagen kann, dass es auch durchaus deutlich unter den 10% Abweichungen schon ad hoc relevant werden kann. In dem Zusammenhang muss man einfach auch immer sehen, also hier ist jetzt abgestellt auf operatives Ergebnis und oder Umsatz. Das gibt die Verwaltungspraxis, Rechtsauffassung der BaFin zu einem Punkt auch wieder, dass eben bereits eine einzelne Geschäftszahl oder Ergebniszahl für sich genommen durchaus ad hoc relevant sein kann. Aber in der Regel ist es oftmals natürlich dann so, dass das Sammelsurium verschiedener Zahlen oder die Gesamtheit der Abweichungen der Geschäftszahlen dann erst das einheitliche Bild ergeben, das dann zu dem Schluss führt, okay, hier haben wir die Schwelle zur Ad-hoc-Relevanz überschritten. Also seien Sie vorsichtig bei zu sehr quantifizierten Grenzen. Mal schauen. Oder waren. Ja, es gibt Regeln unter anderem im Corporate Governance Codex, DCGK, Deutscher Corporate Governance Codex, zur Weitergabe von Informationen an das breite Investoren-Anlegerpublikum. Wenn ich zum Beispiel mit Finanzanalysten ein Gespräch geführt habe und dort bestimmte Informationen gegeben worden sind, wir haben danach gefragt, wie die Unternehmen diese Herstellung der Informationsgleichheit handhaben, zum Beispiel durch Regeln, die sagen, wenn ich irgendwo ein Investorengespräch führe, dann kommt das sofort oder eine Präsentation da mache, dann kommt das sofort auf die Homepage. Das machen, also feste Regeln dazu haben die wenigsten Unternehmen, veröffentlichen tut das praktisch niemand, wenn es solche Regeln gibt. Das deckt sich auch so etwas mit meiner Erfahrung, dass auch diese Ziffer 6.3 im Corporate Governance Codex verglichen mit anderen Regeln dort etwas ein Schattendasein fristet. Meines Erachtens etwas zu Unrecht. Es ist ja jetzt an der Stelle, glaube ich, kein sehr großer Aufwand erforderlich. Wenn die Unternehmen das tun, ohne dass es Richtlinien gibt, ist natürlich auch schön. Ja? Man muss sich nur bewusst sein, es gibt grundsätzlich die Anforderungen und die Unternehmen veröffentlichen dazu auch im Rahmen des Corporate Governance Codex eigentlich nie Abweichungen. Das heißt, damit gibt es rechtlich die Anforderungen auch aktienrechtlich vermittelt, Informationen, die einer bestimmten Gruppe zur Verfügung gestellt werden, dann auch allgemein zeitgleich zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel über die Homepage. Wenn man dafür keine Richtlinie braucht, auch gut, aber tun muss man es jedenfalls trotzdem. Jetzt geht es unmittelbar in den Bereich Kontakt mit BaFin und was tun wir da? Die Frage war, in welchem Umfang stimmen Sie Dinge mit der BaFin ab? Antwort nur in Ausnahmefällen. Das leuchtet auch ein. Ich glaube, es gibt ja einen ganz großen Bereich von Ad-Hoc-Meldungen, die zweifelsfrei als solche abzugeben sind und wo der Abstimmungsbedarf auch nicht besteht. In Ausnahmefällen allerdings, glaube ich, ist das auch durchaus vernünftig, mal bei der BaFin anzurufen und zu fragen, wie dort eigentlich die Sichtweise ist. Ja, also mich überrascht das Ergebnis jetzt insoweit auch nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht spürbar oder eine spürbare Anzahl von Anfragen, Nachfragen zu Ad-Hoc-Publizitätsfragen bekommen, regelmäßig. Aber wie Sie gerade auch schon gesagt haben, sind auch natürlich konkrete Aussagen seitens der BaFin zu einem ganz konkreten Fall ad hoc am Telefon oder auch auf Zuruf gar nicht möglich. Die eine oder andere, die schon Erfahrungen mit Auskunftsersuchen von uns in dem Zusammenhang gemacht haben, vielleicht werden ja auch gesehen haben, dass das ein Prozess ist, der seine Zeit braucht. Die BaFin hat schlichtweg gar nicht die Informationen, kann die Informationen, die sie vielleicht am Telefon bekommt, auch gar nicht verifizieren, um dann wirklich im Einzelfall konkret sagen zu können, ja, das ist jetzt mit Sicherheit ad hoc publizitätspflichtig oder
ja, lassen Sie mal bleiben, da besteht auf jeden Fall keine Ad-hoc-Publizitätspflicht. Gleichwohl und insoweit durchaus sinnvoll, wenn Fragen bestehen, Zweifelsfragen, Verständnisfragen, Auslegungsfragen auch, durchaus kann das in Bezug auf eine konkrete bevorstehende Ad-hoc-Mitteilung sein oder mögliche Ad-hoc-Mitteilung, dass man da dann bei uns sich melden kann. Und wir versuchen dann schon auch eine gewisse Einschätzung, wenn das, soweit das möglich ist, abzugeben. Und auch da gilt der Standardgrundsatz, den Sie dann wahrscheinlich am Telefon auch hören werden von mir oder einem meiner Mitarbeiter. Ja, im Zweifel pro ad hoc. Was nicht heißt, und da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, ja, alles, was ich jetzt an Informationen habe, die ich an den Markt geben möchte, gebe ich als ad hoc Informationen raus. Ja, das würde dann genau das zutage fördern, was man durch die Ad-Hoc-Publizität nicht haben möchte. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wenn es dann vielleicht zum Verhältnis Regelpublizität geht und wie da die Praxis aussieht. Wollen Sie auch zum verständigen Anleger kann man auch sagen? Ja, der verständige Anleger als zentraler Begriff der Kurserheblichkeit, insoweit überraschend das Ergebnis, 10% wissen damit nichts anzufangen, ist jetzt gemein, ist zu viel gesagt, aber den 10% ist es nicht geläufig und verständlich. Aber noch überraschender für mich ist, dass 83% mit diesem ja, legendären Begriff gut zurechtkommen oder was anfangen können. Diese 83%, wenn jemand unter Ihnen da ist, würde ich gerne fragen. würde uns auch interessieren, was der verständige Anleger ist. Nein, Scherz beiseite. Der verständige Anleger, das ist in der Tat der ganz zentrale und entscheidende Begriff im Rahmen der Bestimmung der Kurserheblichkeit und meines Erachtens persönliche Meinung ein Begriff, der in der Vergangenheit und auch gerade momentan bei der Überarbeitung der Marktmissbrauchsrichtlinie auf europäischer Ebene zur MAR, zur Marktmissbrauchsverordnung, bislang leider noch vernachlässigt worden ist, weil deswegen für mich zentraler Begriff, weil das der Dreh- und Angelpunkt ist. Je nachdem, wie ich den verständigen Anleger fasse, definiere, wie weit ich den fasse, ob ich den mehr in die Ecke Privatanleger schiebe oder mehr in die Ecke professioneller Investor mit Zugriff auf jegliche Finanzinformation und Hintergrundwissen zu Bilanzierung und so weiter, verlagert sich auch massiv natürlich der Zeitpunkt, zu dem dann von einer Ad-hoc-Mitteilungspflicht auszugehen ist, weil sich eben das Kriterium der Kurserheblichkeit daran anknüpft. Und auch ein zentraler Punkt, der bislang einfach nicht weiter bestimmt worden ist, insbesondere im europäischen Kontext nicht, was ich sehr bedauerlich finde, ist dieser verständige Anleger. Es gibt also ein paar Kriterien, die auch von Seiten der BaFin dann kommuniziert worden sind und werden, was das für eine Person ist. Aber unklar ist, oder ein Stück weit unklar, zumindest im europäischen Vergleich scheint zu sein, ist das ein Anleger, der jetzt mit einem längerfristigen Horizont auch an die ganze Sache rangeht, bezogen auf den jeweiligen Emittenten, oder ist es ein verständiger Anleger, der auch ja, Kurssprünge, kurze Kursausschläge, Volatilitäten ausnutzen will, so dem Herdentrieb folgend, ja, das nehme ich mit, da Kurserheblichkeit ist deswegen da, weil ich davon ausgehe, da springen alle drauf und morgen ist schon wieder vorbei. Das sind ein paar so Fragen, die meines Erachtens dringend geklärt werden müssten. Bislang, da noch einen kleinen Schlenker zum europäischen Kontext, wie Sie ja vielleicht alle wissen, die Marktmissbrauchsrichtlinie wird momentan überarbeitet auf europäischer Ebene. Es wird eine Marktmissbrauchsverordnung geben. Das heißt, die Folge wird sein, dass es keiner Umsetzung bedarf, sondern dass das, was dann aus der EU kommt, unmittelbar rechtlich bindend anwendbar ist in allen Mitgliedstaaten. Also das
gibt auch nochmal für uns alle inklusive der Aufsicht eine große Herausforderung, wenn es dann soweit ist. Aber momentan Stand ist bei den Verhandlungen der sogenannte Trilog. Das heißt, das ist die Kommunikation zwischen der EU-Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament, wo sich mehr oder weniger dann um Formulierungen in den einzelnen Artikeln dann gestritten wird, diplomatischer gesagt, wo verhandelt wird. Und konkreter Zeitplan ist mir jetzt so auch nicht bekannt, wie Sie vielleicht auch mitbekommen haben, auch im Hinblick auf die anderen Richtlinien, MiFID, MiFIR beispielsweise, die sind ja alle zeitlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich gehe davon aus, dass bis Ende des Jahres dann aber eine Fassung vorliegen wird, der alle drei Organe dann zustimmen werden. Ja, also die Antwort von 83%, in der Tat, die suggeriert so etwas, dass alles klar ist bei dem Begriff, was sicher in der Praxis nicht so ist. Und auch da ist aus meiner Sicht der Schrempfall einfach so ein Paradebeispiel, der sehr deutlich macht, wie große Schwierigkeiten es gibt, unter anderem mit dem Begriff, obwohl der nicht im Kern der Entscheidungen stand bisher. Der BGH hat dem EuGH auch nicht die Frage nach dem verständigen Anleger vorgelegt. Der Generalanwalt dann als Vorläufer zum EuGH hat da zwar was zu gesagt, der EuGH selber nicht. Aber man muss sich vorstellen, in der Abgrenzung dessen, was eine Ad-hoc-Pflicht auslöst oder nicht, hatten wir da insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 8 Gerichtsentscheidungen. Das ging vom Landgericht Stuttgart zum OLG, zum BGH, zum OLG, zum BGH, zum EuGH. Jetzt ist es wieder beim BGH. Und parallel gibt es dazu ein Bußgeldverfahren, das ist abgeschlossen vor dem OLG Frankfurt nach 2 Instanzen. Das zeigt einfach nur in einem relativ einfachen Fall, Vorstandsvorsitzender trägt sich mit Rücktrittsgedanken, geht zum Aufsichtsratsvorsitzenden, dann nimmt das seinen Gang und irgendwann kommt dann die Entscheidung, er tritt zurück. Die Frage, wo in diesem Prozess die Ad-hoc-Pflicht eintritt, hat bisher 8 Gerichte beschäftigt ohne endgültige Lösung. Das zeigt, wie schwierig unter anderem aus Sicht des verständigen Anlegers wirklich zu beurteilen ist, wo wird diese Entscheidung wirklich dann preisrelevant oder der Vorlauf zu dieser Entscheidung und wann muss ich damit ad hoc gehen. Vielleicht in dem Zusammenhang, dass Sie jetzt nicht ganz frustriert hier nach Hause gehen müssen. Sie als betroffene Emittenten oder Vertreter der Emittenten haben da aber zumindest eine Möglichkeit und das ist die Selbstbefreiung. Auch da von meiner Seite nochmal der Aufruf, nutzen Sie das. Das heißt nicht, dass man sich jetzt Selbstbefreiungsgründe erdenken und erdichten soll, die es einfach nicht gibt, aber nutzen Sie das im Rahmen Ihrer vorbereitenden Gremien, soweit Sie welche haben, das rechtzeitig in Erwägung zu ziehen, sich Gedanken drüber zu machen und auch wenn es gesetzlich jetzt nicht vorgeschrieben ist, im Eigeninteresse als Obliegenheit auf Seite des Emittenten bietet sich das natürlich an, das dann auch entsprechend zu dokumentieren, wann, von wem, in welchem Zusammenhang, bezüglich welchen Informationen man sich auch Gedanken über eine Selbstbefreiung gemacht hat. Und auch da vielleicht noch was Tröstliches, weil das teilweise dann auch so kommt, ja, aber wenn dann am Schluss gar kein Grund für eine Selbstbefreiung vorlag, oder man, was ist das mit vorsorglichen Selbstbefreiungen? Zumindest mal zum letzten Punkt kann ich Ihnen sagen, also wir haben jetzt in keinem Fall irgendeinen Emittenten deswegen angegangen in der Vergangenheit, weil er sich überflüssigerweise selbst befreit hätte, wo eigentlich gar keine Selbstbefreiung erforderlich gewesen wäre, weil gar keine ad-hoc-pflichtige Information zu dem Zeitpunkt bestanden hat. Also von daher können Sie da ein Stück weit entspannter vielleicht dann auch rangehen und wie gesagt, wenn Sie das im Kopf behalten, die Möglichkeit, dann ist beiden Seiten viel geholfen. Ja, und offenbar klappt das auch aus Sicht der Unternehmen ganz gut. Die Frage, also die abschließende Frage, wie sind Sie zufrieden mit den Regeln, die es im Moment gibt, wird ganz überwiegend damit beantwortet, dass die Regeln ausreichend sind und auch diese praktisch gleichgewichtigen Blöcke, die einerseits sagen zu weit und andererseits sagen zu eng, deutet dann darauf hin, dass wahrscheinlich die Mehrheit in der Mitte liegt und das im Moment eigentlich ganz vernünftig ist. Herr Dier hat angesprochen, die Überarbeitungen auf europäischer Ebene, da
wurde auch in großem Umfang diskutiert, die Frage, ob man wieder zu einer Abkopplung kommen soll, des Insiderrechts vom Ad-Hoc-Recht. Das gab es ja früher mal, dass das Insiderrecht früher einsetzt, dann hat man das geändert und der zentrale Begriff der Insiderinformation ist jetzt identisch im Insiderrecht und im Ad-Hoc-Recht. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, der in den europäischen Bestrebungen wieder eine Rolle spielte. Und ich weiß nicht, was wir jetzt endgültig dort kriegen werden. Möglicherweise eine kleine Differenzierung, aber vielleicht auch doch keine Differenzierung. Jedenfalls dieses Konzept, haben Sie vielleicht mal gehört, das unter dem Namen Ringa läuft und Relevant Information Not Generally Available heißt das, glaube ich. Also praktisch sagt, es gibt eine Gruppe von Informationen, die sollen die Insiderbeschränkungen auslösen, aber nicht zu einer Veröffentlichungspflicht führen. In dieser scharfen Differenzierung werden wir das, glaube ich, nicht bekommen. Und wahrscheinlich wird es nicht sehr sich vom jetzigen Rechtszustand unterscheiden, denke ich mal, was da rauskommen wird. Ja. Also letzter Stand war in der Tat der, dass es so zu sein scheint, dass man diese Unterscheidung nicht wieder aufgreifen wird, wobei in den Verhandlungen es zumindest Phasen gab, wo genau diese Unterscheidung im Wortlaut sich dann wiedergefunden hat und da auch bei einigen Mitgliedstaaten offensichtlich auf starken Zuspruch gestoßen ist. Selber sehe ich das eher skeptisch, aber das liegt einfach auch an den unterschiedlichen regulatorischen Ansätzen, die bislang eben in der Vergangenheit in Europa gefahren worden sind. Also das Ringa-Konzept kommt praktisch aus UK und auch aus der Ecke kam eben dann eben der Vorstoß. Für die Beurteilung der Preisrelevanz spielt natürlich eine Rolle, wovon geht eigentlich der Markt im Moment aus? Denn das ist das, was sich in dem Marktpreis dann auch letztlich reflektiert und wiederfindet. Und eine der Möglichkeiten zu ermitteln, was ist denn eigentlich aus Marktsicht im Moment so der Stand der Dinge, das ist die Ermittlung eines Konsensus, also der generellen Meinung der Finanzanalysten, die sich mit der jeweiligen Aktie befassen. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die inzwischen im Vorfeld zu ihrer regelmäßigen Finanzberichterstattung mit ihren Finanzanalysten sprechen, um einen aktuellen Konsensus zu ermitteln und damit auch eine Basis zu haben, um zu beurteilen, ob das, was dann tatsächlich im Rahmen der Finanzberichterstattung veröffentlicht wird, über den letzten Berichtszeitraum davon mehr oder weniger stark abweicht und dann auch möglicherweise zu einer Ad-Hoc-Pflicht führt. Sie sehen, ganz erheblicher Teil der Unternehmen, knapp 60%, tut das. Und von der Gruppe, die das tut, veröffentlicht dann wiederum etwa ein Drittel den Konsensus, der so ermittelt worden ist. Die Veröffentlichung ist letztlich eine Dienstleistung an den Markt, würde ich mal sagen. Nicht das Unternehmen ermittelt ja diesen Konsensus zunächst mal für seine privaten Zwecke als Grundlage auch für die Beurteilung einer möglichen Ad-Hoc-Relevanz. Aber es kann natürlich durchaus sinnvoll sein, zu sagen, wir geben dann das, was wir ermittelt haben, auch wieder an den Markt zurück, sei es in anonymisierter Form oder in nicht anonymisierter Form. Ganz, wenn man insgesamt verbindet dieses Bild aus meiner Sicht so etwas den Eindruck des Markts, der sich noch nicht wirklich eine Best Practice entwickelt hat. Nicht? Also es ist sehr unterschiedlich in jeder der Fragen, letztlich fast halb-halb, wie sich die Unternehmen verhalten. Allerdings glaube ich schon wahrzunehmen in der Beurteilung und möglicherweise auch aus Sicht der BaFin einen gewissen Trend hin zum Konsensus als Beurteilungsbasis und so etwas weg von der Guidance, die das Unternehmen selber dem Markt gegeben hat, was eigentlich traditionell so mit einer der Beurteilungsparameter war, um zu ermitteln, muss ich denn nun ad hoc gehen. Nicht? Also ich denke, der Konsensus, der wird eigentlich an Bedeutung zuwachsen und ich denke, dass dieses Ja-Segment in Zukunft tendenziell wachsen wird. Ja, vielleicht da ein, zwei Worte auch von meiner Seite. Sicherlich gerade für die Bemessung
der Differenz zwischen Markterwartung und tatsächlichem Ergebnis dann oder der Realität ist natürlich ein entscheidendes Kriterium, um auch für die BaFin, um dann die Abweichung oder die Stärke der Abweichung dann festzustellen. Von daher ist das sicherlich sinnvoll, wenn sich da zur eigenen Beurteilung des Unternehmens sich eben halt auch entsprechende Gedanken dann macht. Möglicherweise lässt sich aber auch das Nein mit 42% ein Stück weit dadurch erklären, dass das natürlich auch stark vom Emittenten der Größe, der Abdeckung der Analysten, die sich mit diesem Emittenten befassen, zusammenhängt. Weil ja, es gibt natürlich auch nicht für jedes Unternehmen die gleiche Anzahl jetzt der Marktanalysten, die dann da zur Verfügung stehen. Ja, sicher richtig, nicht, dass man erwarten würde, dass je größer das Unternehmen, desto mehr macht Sinn, desto mehr Finanzanalysten gibt es natürlich auch, die den Wert verfolgen. Vorläufige Ergebnisse im Rahmen der Finanzberichterstattung sind sicher wahrscheinlich quantitativ das häufigste Feld der Ad-Hoc-Mitteilungen. Kommt für die Unternehmen regelmäßig wiederkehrend, letztlich alle 3 Monate. Nun heißt das nicht, dass jedes Mal die Daten dort als Ad-Hoc-Meldung zu veröffentlichen sind, sondern auch nur dann, wenn ich erwarte, dass aufgrund der Meldung dann eine wesentliche Kursauswirkung erfolgt. Das spiegelt sich hier auch in den Meldungen wieder. Das ist zunächst mal nur die Frage nach der Veröffentlichung. Da geht es noch nicht um den Ad-Hoc-Wert. Vorläufige Ergebnisse werden überwiegend veröffentlicht, etwa 2/3. Beim Jahresergebnis davon auch wiederum so etwa 2/3, 1/3 geteilt. Der Rest letztlich, also das Spiegelbild in der rechten Säule, macht das jedenfalls in Ausnahmefällen. Hier, wie bei manch anderen Fragen, habe ich mich im Nachhinein gefragt, wie die Frage genau verstanden wird. Ich gehe mal davon aus, wenn ich sage vorläufige Veröffentlichung, heißt das nicht, bevor ich dann zum Beispiel mit dem Quartalsbericht, der ja in irgendeiner Weise auch ein vorläufiger Bericht zum Jahresbericht ist, aber das glaube ich nicht gemeint, nicht, also bevor ich mit dem endgültigen Quartalsbericht zum Beispiel dann rausgehe, veröffentliche ich irgendwelche Key-Data aus diesem Bericht dann schon mal als Vorabmeldung und das wäre nochmal so das, was ich unter dem Ergebnis da als Interpretation verstehen würde. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang, ich will die 34% Nein jetzt auch nicht überinterpretieren. Könnte theoretisch sein, dass diese 34% einfach nie Abweichungen haben in ihren Ergebnissen oder Zwischenergebnissen, Jahresergebnissen. Wenn natürlich Kurserheblichkeit anzunehmen ist, dann ist sind die vorläufigen Zahlen zu veröffentlichen. Ja, also das ist ja genau der Punkt der Ad-Hoc-Publizität, dass ein kategorisches Nein bei mir zumindest die Augenbraue sich bewegen lässt ein Stück weit, steht und fällt natürlich mit der Beurteilung, ob sich es bei diesen vorläufigen Zahlen, Ergebnissen eben um kursrelevante Informationen handelt. Und wenn man auf der nächsten Folie dann auch sieht, da sind Ausnahmefälle beschrieben, die dann in der Tat teilweise auf die Ad-Hoc-Relevanz dann abzielen. Ansonsten von Aufsichtsseite da nochmal der Hinweis, gerade bei Zwischenergebnissen, ob das Quartalszahlen sind oder auch Halbjahreszahlen. Zum einen, dass wenn ad hoc veröffentlicht wird, durchaus unter dem Prinzip, lieber mal eine ad hoc zu viel als eine zu wenig, aber dass natürlich dann nicht der komplette Zwischenbericht oder 5 Seiten daraus in jeder einzelnen Form dann per Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht werden, sondern nur die relevanten Zahlen, die relevanten Abweichungen. Das wird leider oftmals nicht gemacht und da besteht einfach die Gefahr, mal abgesehen davon, dass die rechtlichen Grundlagen
genau zwingend vorsehen, dass nur die Informationen zu veröffentlichen sind, die eben ad hoc relevant sind, besteht die Gefahr, dass der Leser dann aus einer Vielzahl von Zahlen gar nicht mehr herauslesen kann, ja, okay, was ist denn jetzt hier die Relevanz genau? Ja? Selbst wenn, was auch gesetzliche Vorgabe ist, die Vergleichszahlen zum Vorjahreszeitraum ja immer mit anzugeben sind. Und dann noch an der Stelle vielleicht, weil es einfach hier passt, weil es um Regelpublizität, Zwischenergebnisse geht. Im aktuellen Jahresbericht, der jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist, haben wir es auch mit aufgenommen, weil uns einfach aufgefallen ist, dass doch verstärkt die Praxis zu bestehen scheint, dass Geschäftsergebnisse ad hoc veröffentlicht werden und entweder auf wundersame Weise früh morgens vor Börseneröffnung zwischen 7 und 8.30 Uhr, wo ich mich frage, ob da jedes Mal der Vorstand zusammentritt, um die letzte Entscheidung zu treffen, oder dass die vielleicht auch im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Und dann mit dem Hinweis, ja, und im Internet finden Sie den vollständigen Quartalsbericht oder in 2 Stunden finden Sie im Internet den vollständigen Quartalsbericht. Das sind Fälle, die wir uns verstärkt anschauen werden, weil da einfach die Vermutung naheliegt, dass die Unverzüglichkeit vielleicht nicht immer gegeben ist, was die Ad-Hoc-Veröffentlichung vorgeht. Weil, wie gesagt, wenn Relevanz da ist, dann ist das Stadium, zu dem das erreicht ist, sicherlich deutlich vor dem Zeitpunkt der Komplettveröffentlichung des Quartals, Halbjahres oder Jahresbericht gegeben. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal einen Blick auf diese Seite über die Veröffentlichung von Finanzdaten als Ad-Hoc-Meldung. Ich glaube, die Antworten, die sind natürlich alle auch richtig, nicht? Also wenn gefragt ist, berichten Sie Ihre Ergebnisse regelmäßig als Ad-Hoc-Meldung? Wenn ich das so interpretiere, machen Sie das eigentlich immer, dann kann die Antwort natürlich nur Nein lauten, nicht? Denn ich muss ja jedes Mal prüfen, besteht wirklich die Ad-Hoc-Relevanz? Wenn allerdings das Ergebnis hier, dieser sehr starke Nein-Block, ein Indikator dafür ist, dass man davon ausgeht, dass eigentlich bei der Finanzpublikation in der Regel keine Ad-Hoc-Relevanz besteht, denn ich veröffentliche es ja ohnehin im normalen Geschäftsgang, das wäre falsch, nicht? Sondern ich muss in der Tat jedes Mal prüfen, gibt es hier bei einzelnen Daten Ad-Hoc-Relevanz, und wenn das so ist, dann muss ich mit diesen Zahlen auch raus, bevor der komplette Quartalsbericht, Halbjahresbericht, Jahresbericht fertig ist. Ja, nämlich unverzüglich. Ja. Und insofern kommt es hier, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie man diese Pie-Charts da interpretiert. Das Nein hier ist sicher richtig. Ich muss es nicht jedes Mal machen, aber ich muss es jedes Mal prüfen, ob ich möglicherweise ad hoc gehen muss. Und mal auch die unterschiedliche Färbung hier bei Jahresergebnis und Quartals-Halbjahresergebnis wäre insofern ein etwas gefährliches Ergebnis, wenn sich darin die Einschätzung widerspiegeln würde, dass der Prüfungsbedarf im Hinblick auf Ad-Hoc-Meldung ein anderer ist für das Jahresergebnis und für Zwischenergebnisse. Der Prüfungsbedarf ist der gleiche. Ja, wenn die Preisrelevanz besteht, dann besteht das Erfordernis auch unverzüglich zu melden. Und vielleicht noch ein Blick auf diese Liste von Dingen, wo Unternehmen beschrieben haben, wann sie ad hoc gehen, müssen vielleicht nicht alle Punkte angucken. Was ich ganz interessant fand, ich hatte es vorher schon angesprochen, da taucht in einer ganzen Reihe von Punkten auf die Abweichung von der Prognose als Kriterium für die Ad-Hoc-Meldung, und ich glaube nur in einer der Antworten die Abweichung vom Konsensus. Nicht, was, glaube ich, so etwas widerspiegelt, die traditionelle Auffassung, ich glaube, die ist auch noch im Emittentenleitfaden, hat Abweichung von der Prognose, von der eigenen, als ein möglicher Indikator für Ad-Hoc-Relevanz. Und ich glaube, da ist die Botschaft, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, dass sich da das Bild etwas ändern sollte, wenn man weiter in die Zukunft geht und sich etwas mehr verschieben sollte zu einer stärkeren Berücksichtigung des aktuellen Bilds der
Finanzanalysten als Bild für die Markterwartung, weil die eigene Prognose möglicherweise zum relevanten Zeitpunkt durch eine andere Markterwartung einfach überholt sein kann. Wir haben dann im Sinne des Ermittlungs des Bildes, was eigentlich so Best Practice ist, auch bei dem Repertoire von Unternehmen zur Einrichtung von Strukturen nach Quiet Periods und Trading Windows gefragt. Quiet Periods im Sinne der Einrichtung einer Zeitspanne, typischerweise vor der regelmäßigen Finanzberichterstattung, wo die Kommunikation des Unternehmens mit den Finanzanalysten und möglicherweise auch mit Investoren eingeschränkt ist. Auch hier ein Bild, das eine sehr gemischte Praxis widerspiegelt, fast hälftig geteilt. Ich gehe mal davon aus, dass auch das, wenn man da einen Filter drüber legen würde, mit der Größe der Unternehmen so etwas eine Unterscheidung zwischen größeren und kleineren Unternehmen widerspiegelt. Bei kleineren Unternehmen ist das, glaube ich, auch nicht so notwendig, jetzt da Quiet Periods formal einzurichten, weil die Kommunikationswege kurz sind und der Austausch im Unternehmen gewährleistet, wer was wann tut. Bei größeren Unternehmen sind solche Strukturen eigentlich häufiger anzutreffen. Ja. Unter denjenigen Unternehmen, die die Quiet Periods eingerichtet haben, nicht überraschend, praktisch durchweg mit der Verbindung zur Finanzberichterstattung. Mir würden jetzt auch wenig gut Hauptversammlungen, Sie sehen es da unten, und M&A-Transaktionen, sind da noch genannt als Beispiele für sonstige Anlässe. Also ich kenne es in der Praxis auch, wenn wir solche Richtlinien schreiben, eigentlich durchweg so, dass das anknüpft an die Finanzberichterstattung als letztlich der Vorgang, der am regelmäßigsten auch potenziell zu Ad-hoc-Pflichten führt und wo das Erfordernis für eine sehr disziplinierte Kommunikation zu sorgen auch am größten ist. Trading Windows, auch das eine Struktur, um zu verhindern, dass es zu, im Insiderbereich zu Fehlreaktionen gibt im Unternehmen und zu sichern, dass die entsprechenden regulatorischen Anforderungen eingehalten werden. Trading Windows, also als bestimmte Fenster, innerhalb derer die Unternehmensangehörigen nur Aktiengeschäfte tätigen dürfen, auch da ähnlich gemischt das Bild, etwa hälftig geteilt, das Ja-Feld nochmal unterteilt in ausschließlich bezogen auf Aktienoptionsprogramme und der größere Teil hier mit der Ja-Antwort in Unternehmen, die das auch außerhalb von Aktienoptionsprogrammen machen. Und aus dem Feld, also von etwa der Hälfte der Unternehmen, die sowas kennen, die Frage, wie grenzen Sie das ab? Nur Organmitglieder, Führungskräfte oder auch andere, auch da etwa hälftig geteilt. Aus meiner Sicht würde ich sagen, Organmitglieder, Führungskräfte ist möglicherweise eine etwas enge Abgrenzung, aber ich denke, es macht schon Sinn, wenn man Trading Windows einrichtet, jetzt nicht unbedingt jeden Unternehmensangehörigen damit einzubeziehen, denn es gibt in Unternehmen typischerweise auch eine große Zahl von Personen, die mit Insider-Informationen eigentlich nie was zu tun hat. Und die muss man da nicht einbeziehen, aber ähnlich wichtig für wie Organmitglieder und Führungskräfte ist natürlich deren unmittelbares Umfeld, die Sekretariate, die Assistenten, der ganze Bereich drumherum, der in gleicher Weise sehr oft Zugang zu den ähnlichen Dingen hat und auch haben muss, weil daran gearbeitet wird und der dann sicher auch in entsprechende Regelungen einbezogen werden sollte. Bei der Frage, wo sind bei Ihnen die Investor Relations Aktivitäten auf Vorstandsebene angebunden, sehen praktisch gleichgewichtig Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand
in Ausnahmefällen auch mal ein anderes Vorstandsmitglied. Auch das, glaube ich, kein sehr überraschendes Ergebnis. Und bei der Frage, wie organisieren Sie denn den Bereich dann intern, der Split zwischen eigenständiger Investor Relations Abteilung und kombiniert mit der Unternehmenskommunikation. Ich muss sagen, also mir als einem Juristen, der da nicht selber drinsteckt, fällt es immer wieder schwer, bei den Mandanten zu verstehen, so, wenn es beide Bereiche gibt, wo eigentlich im Einzelfall ganz genau die Abgrenzung läuft. Da wissen Sie sicher deutlich mehr darüber als ich. Also mich überrascht es dann manchmal und manche fassen ja die Abteilungen auch zusammen. Das war eigentlich so das Feld, das wir im Rahmen der Umfrage abgeschritten haben. Abschließend noch das Bild der befragten Unternehmen. Sie sehen rechts unten insgesamt 80 Unternehmen mit den Antworten und die Verteilung, die nochmal ist etwa 50% Indexwerte von DAX bis MDAX, TecDAX, SDAX. Und wenn man zu den Indexwerten den Prime Standard noch dazu zählt, dann sagen, ist ein ganz überwiegender Teil der Unternehmen in dem Bereich, wo ich sagen würde, also Prime Standard plus DAX, die intensiv schon sich mit Kapitalmarktfragen befassen, die General Standard Werte und ausschließlich Regionalbörsen, würde ich mal denken, bei denen ist vielleicht das Kapitalmarktrecht in etwas geringerer Weise auf dem Radarschirm als bei den anderen, aber der ganz überwiegende Teil der Unternehmen doch in dem Bereich, die sich mit den Fragen intensiv auseinandersetzen. Ja, das war so das, was wir abgeschritten haben mit der Umfrage. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich glaube, wir stehen jetzt alle für Fragen zur Verfügung. So ist es. So ist es. Also wenn Sie Fragen haben, immer vor damit. Da ist schon die erste Wortmeldung. Haben wir ein Handmikro für die Fragesteller zufälligerweise? Der Jahresberichte, diese Zahlen, die fallen ja nicht vom Himmel, die sind ja nicht heute da, sondern die entstehen in der Regel. Und wann würden Sie dann sagen, das ist jetzt ad hoc relevant? Dann, wenn ich zum ersten Mal feststelle, ups, das könnte was werden, wo ich vom Konsensus abweiche oder eine Marktbewegung damit erzeugen könnte? Oder erst dann, wenn der Vorstand tatsächlich die Zahlen aufgestellt hat? Und dann wäre das zum Beispiel so eine Sache, wo Sie sagen, ja, und dann hat man halt auch 2 Stunden später unter Umständen den Bericht auch im Netz, weil das wird ja parallel erstellt. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, können Sie beide was sagen zum Thema oder zum Unterschied Ad-Hoc-Relevanz bei Unternehmen, die mit ihren Aktien börsennotiert sind oder und Unternehmen, die nur Anleihen börsennotiert haben? Weil da könnte es ja auch unter Umständen Unterschiede geben in der Bewertung, wann reine Fixed-Income-Häuser ad-hoc-pflichtig werden könnten. Ja, zur ersten Frage. Ist sicherlich richtig so, auch im Emittentenleitfaden nachzulesen. Gehen wir jetzt mal vom Jahresbericht als Regelfall aus, dass spätestens mit der Aufstellung durch den Vorstand natürlich der Zeitpunkt erreicht sein wird, Kurserheblichkeit jetzt mal angenommen, dass dann auch entsprechend ad hoc zu veröffentlichen ist, egal wie viel formal so oder so vielleicht jetzt da noch dran zu ändern ist. Richtiger Hinweis natürlich, davon gehen wir natürlich auch aus und ist ja auch sinnvoll, dass man gerade im Vorfeld von absehbaren Veröffentlichungspflichten, ob das jetzt Regelpublizität ist oder Ad-Hoc-Publizität, dass man sich da parallel dann schon dran setzt für den Fall der Fälle, um das dann zu beschleunigen. Das begrüßen wir ja auch durchaus ausdrücklich. Was den Zeitpunkt aber angeht, wie gesagt, Aufstellung durch den Vorstand spätestens. Ich hatte vorhin ja auch schon mal darauf hingewiesen nochmal. Es kann bereits durch Abweichung bei einzelnen Zahlen von einer Ad-Hoc-Publizitätspflicht ausgegangen werden. Ja, wenn die
Abweichung besonders groß ist beispielsweise. Und da spielt es auch keine Rolle, ob die jetzt bis auf das Komma genau jetzt schon verifiziert ist oder vom Vorstand dann abgesegnet wurde. Im Endstadium, so ist jetzt die Zahl oder sind diese Zahlen, Geschäftszahlen, dann in die Veröffentlichung reinzunehmen. Das kann durchaus schon deutlich früher der Fall sein. Natürlich ist es so, wenn die Zahlen, insbesondere bei großen Unternehmen, kommen die aus Tochtergesellschaften weltweit vielleicht ja auch häppchenweise zusammen, müssen zusammengeführt werden. Natürlich hat der Vorstand da auch das Recht und die Möglichkeit, diese Zahlen zu sichten und auch dann zu bewerten. Und auch wenn sich dann daraus vielleicht noch rechtliche Fragen erstellen, durchaus auch dann noch Rechtsrat in Anspruch zu nehmen, der natürlich sich dann nicht jetzt über Tage oder gar Wochen hinziehen kann. Aber wie gesagt, also es geht nicht um die fertig fixen Zahlen, so wie sie dann nachher dann vielleicht druckreif dann auch feststehen. Im Hinblick auf die zweite Frage, wollen Sie zuerst? Ich kann zu den Bonds vielleicht kurz was sagen. Ich meine, die Beurteilung ist sicher unterschiedlich. Nicht der Bond und der Preis des Bonds, der richtet sich ja letztlich aus an der Rückzahlungsfähigkeit am Ende der Laufzeit und der Möglichkeit, die Zinsen zu zahlen während der Laufzeit. Und dementsprechend würden wir auch die möglicherweise ad hoc relevante Information angucken. Ne? Ändert die etwas an der Beurteilung des Marktes hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Emittenten? Und ich glaube, die traditionelle Wahrnehmung ist, das liegt deutlich unterhalb der Schwelle, die ich jetzt für eine Aktie habe in der Reaktion. Nun ist auch das, glaube ich, sagen wir mal, seit 2008 etwas mit Einschränkungen zu sehen, weil wir einfach gesehen haben, dass durchaus Unternehmensanleihen auch ausgesprochen volatil reagiert haben in der Finanzmarktkrise. Und das muss man natürlich mit dazu denken. Nicht? Ich glaube, also vor 2008 hätten wir wahrscheinlich gesagt, naja, also ein Bond reagiert nicht so empfindlich, der reagiert nur, wenn es ums Eingemachte geht bei dem Unternehmen. Aber dafür ist möglicherweise schon eine geringere Preisreaktion des Bonds relevant für den Anleger. Ja? 1% bei einem Bond ist was anderes als 1% bei einer Aktie. Inzwischen würde ich auch bei einem Bond schon sagen, da muss man sich sehr genau angucken, wie eigentlich die Geschichte des Papiers ist und wie es mit dem Emittenten aussieht, ja, und wie das in der Vergangenheit reagiert hat. Und auch da gibt es sicher eine ganze Zahl von Werten, wo man sagen würde, die reagieren im Wesentlichen eigentlich nicht auf operative Nachrichten des Unternehmens, sondern die reagieren letztlich auf die Zinserwartung und wie die Verzinsung des Bonds im Verhältnis zur Verzinsung des Marktes insgesamt ist. Ja. Und insofern schon eine durchaus andere Erwartung als bei der Aktie. Und dann gibt es halt Nachrichten, die sich spezifisch auf den Bond beziehen. Nicht? Also wenn ein Emittent jetzt rausgeht und sagt, ich möchte den Bond zurückkaufen zu einem Preis, der typischerweise leicht über Markt liegt, da würde ich sagen, also schon eine relativ geringe Abweichung des Rückkaufpreises vom Markt begründet bezüglich des Bond wahrscheinlich eine Ad-Hoc-Pflicht. Ja, aber das sind dann einfach spezifische Nachrichten bezogen auf den Bond konkret. Vielleicht eine Nachfrage von meiner Seite zu diesen Bonds. Die müssen ja über das Exchange Reporting System auch an die Deutsche Börse so Unternehmenskennziffern reporten. Wären das vielleicht zumindest mal die Zahlen, an der sich ein Bond-Emittent orientieren kann, wenn die abweichen zu dem, was er erwartet? Gut, ich würde da immer noch sagen, also wenn das jetzt sagen wir mal, ein starker Emittent ist, ja, es geht um Unternehmenskennzahlen, die waren immer positiv und sind immer positiv und jetzt sind sie noch positiver, da wird der Bond wahrscheinlich nicht drauf reagieren preislich, nicht? Weil der Halter des Bonds, der partizipiert nicht davon, wenn es dem Unternehmen noch besser geht als erwartet, weil er ohnehin davon ausgegangen ist, dass der Bond zurückbezahlt wird. Aber das kann natürlich in einem anderen Beispiel durchaus auch mal anders sein. Ja. Und wir hatten schon Bonds, ne, die, also was weiß ich, also zwischen 2008 und 2010 plötzlich dann mal innerhalb von einem Jahr nach Emission von 100 auf 85 gegangen sind. Ne, nur aufgrund operativer Meldungen und irgendwelchen Marktbefürchtungen. Ja. Vielleicht, um da noch einen Satz zu sagen, auch wenn man jetzt in die Statistik schaut, der Ad-Hoc-Mitteilung spielen die zahlenmäßig sicherlich eine
untergeordnete Rolle im Vergleich zu Aktienemittenten. Herr Dier, ich habe einige Fragen an Sie. Einige gleich, oh mein Gott. Ich habe viele Fragen, Eili, wie mein BaFin funktioniert, aber mehr Fragen ist praktisch zu denken für uns. Ich war früher bei dem Unternehmen. Meisten Unternehmen, Vorstandssitzungen finden statt 14 Uhr. Weiß ich nicht warum, aber allgemein gesehen, große DAX-Unternehmen und so weiter, 14 Uhr. Dann kommt die Entscheidung, manche sind fertig bis 18 Uhr, manche sind fertig 21 Uhr mit Trinken und Essen und so weiter, keine Ahnung. Was mein Punkt ist, was Sie vorher gesagt haben, nehmen wir an, dass es eine ad hoc relevante Information gibt, neue Dividendenpolitik oder auf New Financial Targets. Und der Vorstand, nein, wir veröffentlichen morgen 7 Uhr. So, was ich von Ihnen verstanden habe vor Ihrer Bemerkung, solche Unternehmen werden Sie in Zukunft mehr kritisch gucken. Stimmt das? Ja, also den Fall, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, und wenn dann der Vorstand beschließt oder der Beschluss über die ad hoc pflichtige Tatsache ist getroffen worden und der Vorstand sagt, so, jetzt gehen wir mal lecker Abendessen noch und veröffentlicht wird morgens um 7. Das wäre für mich ein klarer Verstoß, weil nicht mehr unverzüglich. Unverzüglich, ohne jegliches schuldhaftes Verzögern, im Juristendeutsch gesagt, meint in der Tat, sobald spätestens, wenn ein Beschluss erforderlich ist, der Beschluss getroffen worden ist. Und auch da, das ist gerade vorhin ja auch schon angeklungen, wird auch erwartet seitens der BaFin, dass insbesondere natürlich bei absehbaren Veröffentlichungen, ja, und das ist in aller Regel der Fall, auch entsprechend vorbereitend dann schon Maßnahmen für eine mögliche Veröffentlichung ergriffen werden. Ja, nicht, dass eben halt, wenn man weiß, ja, über die Entscheidung über einen unternehmenskritischen Punkt werden heute im Laufe des Abends getroffen, dass man dann sagt, naja, unsere IR-Leute sind morgen erst wieder da, IR vielleicht nach dem Abendessen dann erst, sind erst morgen wieder da, dann machen wir es halt erst morgen, ist ja keiner da. Also auch das wäre dann nicht mehr unverzüglich. In der Tat ist dann sofort zu veröffentlichen. In dem Fall, den Unternehmen an der Börse notiert, die New York Stock Exchange, ja. Muss er denn warten bis dahin? Muss er das warten eigentlich? Nein, also wir können uns nicht am Rechtssystem woanders in der Welt orientieren. Also okay. Es gibt natürlich Kollisionsprobleme, das sehen wir auch. Klassischer Fall sind natürlich Dual-Listings deutscher Emittenten, zumal in den USA ja die Regelung ist, dass während der Börsenöffnungszeiten gerade nicht veröffentlicht werden darf. Das steht im Widerspruch zur rechtlichen Praxis und den rechtlichen Pflichten hier in Deutschland oder in ganz Europa, wo explizit ohne Berücksichtigung irgendwelche Handelszeiten unverzüglich zu veröffentlichen ist. Weiß, dass das die BaFin vielleicht auch ein bisschen skeptisch sieht und Sie haben es vorher auch angedeutet, aber ich habe natürlich schon einen gewissen Spielraum, wann ich meine Entscheidungen treffe. Nicht? Und oft ist es ja so in einer großen Transaktion, dass ich mit einer Selbstbefreiung arbeite, ja, bis zur endgültigen Entscheidung und das auch etabliert ist und so funktioniert. Und wann ich dann zum Beispiel, wenn es eine öffentliche Übernahme ist, wann denn wirklich die Vorstandssitzung ist, die sagt, jetzt entscheiden wir uns wirklich zur Abgabe eines Angebots. Ja, das kann ich ja strukturieren. Da kann ich schon sagen, wann treffen wir uns? Und bei aller Skepsis der BaFin, es ist denn halt, es muss auch wirklich so sein. Nicht? Ich kann jetzt sagen, nicht, also in Wirklichkeit haben wir uns um 14 Uhr getroffen und wir tun so, als hätten wir uns um 20 Uhr getroffen. Dann muss ich halt die Vorstandssitzung um 20 Uhr machen. Und wenn es mir darauf ankommt, wie es in den USA ist, dann muss ich es halt vielleicht mal um 24 Uhr machen. Ja, aber ich muss es halt dann, glaube ich, auch wirklich so tun. Eine Anmerkung. In Teilen stimme ich Ihnen zu, aber die Kreativität der Tagesplanung der Vorstände hat dann natürlich da auch
im Gesetz seine Grenzen. Unverzüglich heißt trotzdem unverzüglich. Das heißt auch, das Ansetzen der Vorstandssitzung, wenn die Informationen natürlich schon alle da sind, kann ich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufschieben, weil ich denke, ja, es ist, passt mir besser, das dann und dann zu veröffentlichen. Wenn das so wäre, dass der Vorstand schon alle Informationen hat und eigentlich ist alles klar, dann wird es irgendwann grenzwertig, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn man dann heißt, ja, wir setzen uns aber für den formalen Beschluss erst übermorgen zusammen und entscheiden dann drüber. Ja. Ja. Gut, also ich sehe das nochmal um Nuancen vielleicht anders. Ne? Ich würde einfach sagen, also wenn ich eine Selbstbefragung habe, ne, dann würde ich sagen, naja, die kann ich schon machen, bis ich die endgültige Entscheidung wirklich durch die Organe fällen lasse. Das kann ja möglicherweise auch der Aufsichtsrat sein. Beim Aufsichtsrat ist es eigentlich noch augenfälliger, denn der trifft sich halt dann wirklich ad hoc. Dort ist es in der Regel nicht so, dass der wie der Vorstand auch außerhalb einer Vorstandssitzung ständig in Kontakt ist. Der Aufsichtsrat ist das in der Regel nicht. Und wenn der Aufsichtsrat halt dann zur Not auch mal zu einer ungewöhnlichen Tageszeit tagt, und das hatten wir alles schon, dann würde ich mal sagen, dann ist das auch in Ordnung und bis dahin kann meines Erachtens dann auch eine Selbstbefreiung gehen und dann wird tatsächlich auch die Entscheidung auf der Sitzung dann gefasst und natürlich dann unverzüglich veröffentlicht. Ja. Also, auch, dass Sie mich nicht falsch verstehen, also BaFin nimmt da jetzt nicht alle unter Generalverdacht, aber es ist natürlich eine Indikation, die Uhrzeit, wann wie veröffentlicht wird und wir sehen ein häufiges Auftreten und ja, dann nehmen wir uns zumindest das Recht raus, das dann auch mal zu hinterfragen. Da hinten sind noch mehr als zwei Fragende. Ja, eine Ihrer ersten Folien behandelte die Zusammensetzung des Ad-Hoc-Gremiums. Da wurden viele sehr wichtige Menschen genannt, aber ich vermisse den Investor Relations Manager oder die Investor Relations Managerin. Wurden die tatsächlich bei der Befragung nie genannt? Oder haben Sie die nur auf der Folie nicht erwähnt? Ich habe gerade noch mal Seite 2 und 3 wahrscheinlich. Folie 3 ist das. Haben Sie recht. Es steht nicht drin. Meine Vermutung wäre jetzt einfach mal, dass die IR-Menschen das selber ausgefüllt haben und sich dabei nicht extra selber erwähnt haben. Also, ja, also es stimmt, also das stimmt sicher faktisch auch nicht. Ich glaube nicht, dass Investor Relations Leute von Grund aus bescheiden sind. Ja. Aber also es stimmt mit meiner Erfahrung auch wirklich nicht überein. Also die, wenn ich einen Ausschuss habe in einem größeren Unternehmen, dann ist da typischerweise Head of IR drin. Gemeinsam mit Treasury, Controlling, Legal, das sind eigentlich die typischen Funktionen, die da immer drin sind. Also es ist erstaunlich, ich habe es ehrlich gesagt nicht realisiert, aber das kann eigentlich so nicht sein. Da waren aber noch mehr, Fragen. Dankeschön. Hallo, Alexander Groschke. Nochmal zwei Fragen zur Finanzberichterstattung. Das eine ist, gibt es eigentlich eine Pflicht, einen Konsens zu erstellen? Nein, also Pflicht haben Sie natürlich nicht, den zu erstellen. Ob Sie das machen, liegt bei Ihnen. Wir hatten gerade kurz vorhin intern diskutiert. Ist es sinnvoll, einen eigenen Konsens zu erstellen oder sozusagen sich am Markt zu bedienen? Das geht ein bisschen in Richtung, was Herr Stefan ja auch vorhin schon gesagt hat. Manchmal ist die Eigenwahrnehmung vielleicht eine andere als die am Markt, aber wie gesagt, gesetzliche Vorgaben oder auch jetzt nur Erwartungen von Seiten der BaFin insoweit gibt es nicht. Aber man sollte sich natürlich schon Gedanken machen, weil das einer der wesentlichen Kriterien natürlich ist, was jetzt Abweichungen zur Markterwartung ja, widerspiegelt. Ja, ja, darauf zielt die Frage ab, ob daraus implizit eben auch diese Pflicht besteht, einen zu erheben und ob jetzt durch externe Dienstleister selbst oder wie auch immer. Also gesetzlich sicherlich nicht. Ich würde es auch hier als Obliegenheit bezeichnen wollen auf der Seite des Emittenten. Das heißt, es mag oder es wird im Interesse des Emittenten liegen,
sich zumindest mit der Frage auseinanderzusetzen. Es kann eben halt passieren, wenn Sie sich da gar keine Gedanken drüber machen, dann macht sich die BaFin Gedanken drüber und kommt eben vielleicht zum Ergebnis mit dem Blick auf den Konsensus der Analysten zu dem Thema, zu dem Emittenten, dass hier erhebliche Abweichungen stattgefunden haben. Sieht, ist aber keine Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht worden und dann fragen wir halt nach. Okay, dann noch eine ganz kurze Anmerkung zu dem, Sie haben vorhin gesagt, in der Ad-Hoc soll nichts Überflüssiges drinstehen. Das bezieht sich jetzt gerade auf den Fall, jetzt nochmal hier Finanzberichterstattung, habe ich ja eigentlich immer ein Bündel von Zahlen, Umsatz, operatives Ergebnis, Netto und dann je nach Branche vielleicht noch sowas wie Auftragseingang oder was auch immer. Und der Fokus der Investoren schwankt, also es ist ja nicht immer das Gleiche, beziehungsweise eine einzelne Zahl kann natürlich dann auch eine Reaktion auslösen. Also in meinem eigenen Unternehmen hatten wir letztes Quartal, eine, die ist halt dann sozusagen rausgerutscht aufgrund eines Sondereffekts, den wir so nicht vorhergesehen haben und der Markt auch nicht. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht ad hoc gegangen und als wir dann die Quartalszahlen vorgelegt haben, war die Marktreaktion auch ganz gering. Und der Grund ist, es war ein gut zu erklärender Sondereffekt, der im Rahmen der gesamten Berichterstattung dann auch nicht weiter eine Rolle gespielt hat. Nur wenn ich Ihnen gefolgt wäre, hätte ich eigentlich genau diese eine Zahl herauslösen müssen, ohne große Kommentierung sagen, hier gibt es eine Abweichung zu allem, was erwartet. Dann hätte ich auch tatsächlich eine richtige Marktreaktion gehabt, um es dann 14 Tage später zu versuchen, wieder einzufangen. Ja. Gut. Wie gesagt, es ist schwierig, da pauschal Fälle zu bewerten. Wie Sie es jetzt beschrieben haben, ich frage nachher gleich mal nach dem Namen des Unternehmens, kann es natürlich durchaus so der Fall sein, dass man dann in der Gesamtbetrachtung trotz eines Peaks jetzt einer Zahl dann zu dem Ergebnis kommt, Kurserheblichkeit zu verneinen. Ja, das will ich auch gar nicht ausschließen oder ausgeschlossen haben mit dem, was ich gesagt habe. Gleichwohl sollte man das immer im Hinterkopf behalten, dass auch einzelne Zahlen eben halt für sich genommen dann schon Ad-Hoc-Relevanz haben können. Wenn das der Fall ist, dann wäre das in der Tat zu veröffentlichen. Das heißt jetzt dann nicht zwingend, dass, was weiß ich, wenn der Umsatz im Quartal signifikant gestiegen ist, dass Sie dann nur diese eine Zahl dann vielleicht veröffentlichen dürften, ja, mit einem Satz, Punkt, fertig. Ja. Also so ist es nicht gemeint. Oder auch, wenn jetzt Quartalsergebnisse oder wie auch immer ad hoc veröffentlicht werden, ist das auch jetzt nicht von uns beanstandet worden, wenn da, um einen gesamten Blick zumindest zu geben auf die vorläufigen Zahlen, die vielleicht nur in Einzelbereichen signifikant sich geändert haben oder abweichen von der Markterwartung, wenn die anderen Zahlen, die gleich geblieben sind, mit veröffentlicht werden, ja, um da auch ein gewisses vollständigeres Bild zu geben. Ja. Nur, wir machen eben halt auch Beobachtungen, dass teilweise, hat man das Gefühl, pauschal, vorhin gesagt worden, es wird ja parallel vorbereitet, ja, dass sozusagen das 1:1 dann in die Ad-Hoc-Meldung alles genommen wird, was dann nachher vielleicht auf der IRA-Seite dann auftaucht. Es gibt ja auch auf dem eine Eingabemaske für die Ad-Hoc-Publizität nicht nur diesen Ad-Hoc-relevanten Tatbestand, wo Sie eine Nachricht eingeben können, sondern auch Zusatzinformationen, die dann außerhalb der eigentlichen puren Ad-Hoc-Nachricht stehen können und da können Sie reinschreiben, was Sie wollen, haben Sie viel Prosa-Möglichkeiten. Ja, also so nicht. Was Sie wollen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht Teil der Ad-Hoc-Mitteilung. Herr ja. Dier. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne nochmal bitte. Wie gefragt, ich habe viele Fragen an BaFin. Ich meine, ich habe das nie verstanden. Wenn ich in Zeitung lese, Handelsblatt, BaFin prüft dies und dieses Unternehmen, gibt es eine Gruppe, die bei Ihnen arbeiten, die direkt das Dealings gucken, was die Vorstand, Vorsitzende, Vorstände kaufen, verkaufen, Aktien, gibt es Leute, die Unternehmen gucken, genau, oder sehen Sie, gibt es ein Meeting morgen, finde ich, dann, okay, gestern hat der 5%, 7% diese Aktie gelaufen, wir wussten nicht, haben Sie irgendwas für wie läuft das? Ja, also um das jetzt nicht hier in die... Letzte Frage, ja? Gibt es in welcher Relation Leute bei Ihnen arbeiten, die aber auf
ein Teil des Teams ist, zu verstehen, was der Kapitalmarkt aus Investor Relations Sicht an Mitarbeitern auch bei Ihnen arbeitet? Haben Sie eingestellt Leute, die Background vom Kapitalmarkt haben? Ja, vielleicht um das jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, das hilfreiche Informationen finden Sie auf unserer Webseite, auch was den Aufbau der BaFin angeht, auch gerade was den Bereich der Marktüberwachung angeht. Oder ansonsten können Sie auch gern jederzeit, wenn Sie Fragen haben, sich per E-Mail an uns wenden. Vielleicht kurz ein, zwei Sätze dazu. Ist natürlich so, wir haben unterschiedliche Bereiche. Es gibt Referat für Ad-Hoc-Publizität, Leerverkäufe, das leite ich. Es gibt Referat für Insiderüberwachung, eins für Marktmanipulation. Wir haben daneben ein Referat, ein Analysereferat, wo Experten und Analysten drin sitzen, die praktisch alle Bereiche bedienen oder Servicedienstleistungen, gerade auch bei der Feststellung jetzt von Kurserheblichkeit beispielsweise oder Marktbewegungen, Markterwartungen dann zuliefern. Und das ist natürlich ja ein Teil, Hauptaufgabe unserer Tätigkeit, jetzt nicht nur die eingehende Ad-Hoc-Mitteilung uns anzuschauen, sondern auch insoweit Marktüberwachung zu machen, dass die Presse gelesen wird, Veröffentlichungen angeschaut wird, um zu sehen, ob eben halt auch unterlassene oder Anhaltspunkte für unterlassene Mitteilungen beispielsweise stattgefunden haben. Weil ich war einmal erstaunt, einen Vorstandsvorsitzenden der Aktien gekauft, drei Wochen vor der Veröffentlichung der Zahlen. Und habe ich gesagt, das ist, finde ich, nicht in Ordnung, dass ein Vorstandsvorsitzender bei einem großen Unternehmen drei Wochen vor der Aktie Zahlen bekannt gegeben, Aktienkauf. Ja. Wieso BaFin greift das nicht ein? Ja. Da vielleicht noch ein letzter Satz dazu, weil wir das oftmals hören. Als BaFin sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Verschwiegenheit zu bewahren. Das heißt, auch wenn wir Informationen von Ihnen, ich will jetzt gar nicht Whistleblowing oder irgendwas nennen, aber einfach nur Hinweise, Informationen von Anlegern, von Ihnen bekommen, wir gehen dem allen nach. Wir sind auch dankbar dafür, kann ich auch ausdrücklich dazu aufrufen. Wir können aber kein Feedback geben, was dann Stand des Verfahrens ist oder wie das ausgegangen ist aus rechtlichen Gründen. Aber Sie können davon ausgehen, dass jegliche Informationen, die wir bekommen, die wir dankbar annehmen, dass wir uns das anschauen im Hinblick auf mögliche Verstöße. Das in jedem Fall. Besten Dank. Noch Fragen aus dem Publikum? Ansonsten würde ich sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Ihnen als Referent und als Fragenbeantworter.